Moin zusammen, ich bin's wieder, der Harm, und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel von Zitalis Prinzipien. Ja, also wir waren hier jetzt auf drei, Ebene 3, diese erste Welt, die haben wir fertig, und ich habe jetzt vor, ich wollte mich jetzt einfach nochmal ein bisschen umgucken. Also es ist ja eine herrliche Landschaft hier, und steht da was drauf? Scheint eine Grabplatte zu sein, steht aber nichts drauf, ne? Oh, seht ihr das? Die Wand löst sich auch langsam auf. Oh, hier ist Wasser. Ist das herrlich, oder? Ist das herrlich. Ja, ich weiß, was du meinst. Da sterben wir, wenn wir da durchgehen. Da fällt mir gerade ein, diese eine fliegende Insel da mit den Bäumen. Fällt mir gerade wie ein. Oh, was ist das? Dem Baum geht's auch nicht gut. Was ist das? Was ist das? Benutzen. Hochspringen, ne? Davor springen bringt nichts, ne? Da benutzen wir das nicht mal. Fertig. Eingebunden. Verteilte Ressourcen gefunden. Netzlaufwerke angeschlossen. Fehler. Netzwerk nicht verfügbar. Gegenüber das Leben. Sehr geehrte Frau Drenan, ich habe von Ihrem Projekt gehört. In der Wissenschaftsgemeinde wird über kaum etwas anderes gesprochen. Und ich würde Ihnen gerne ein Argument unterbreiten, warum Sie dieses Projekt aufgeben sollten. Der Grund ist nicht, dass ich nicht glaube, dass Ihr Projekt gelingen wird. Es könnte sehr wohl gelingen. Aber wir müssen rein praktische Gesichtspunkte beiseite legen und uns um gewisse Fragen der Moral Gedanken machen. Besonders an diesem Wendepunkt unserer spirituellen Ökologie. Mit welcher Begründung dürfen wir Lebewesen so viel Leid aussetzen, nur damit sie unserem Zweck dienen können? Warum sollten wir diesem blassen Imitationen unserer eigenen unwiderruflich fehlerhaften Spezies erschaffen und sie dazu zwingen, unsere elende Geschichte erneut zu durchleben. Warum? Wenn Sie bauen, Frau Drenan, ist, was Sie bauen, ist ein Gefängnis, selbst wenn es einen Ausweg gibt. Ich glaube, dass Sie es gut meinen, aber Ihre Idee von dem, was wertvoll ist, ist im Dogma der westlichen Zivilisation verwurzelt. Wenn Sie bedenken, was wir der Erde alles angetan haben, dann sind wir in der glücklichen Position, unsere globale Verbrechenstour relativ schmerzlos zu beenden. Warum können wir nicht damit zufrieden sein und diesen Plan endlich in Frieden ruhen lassen? Ich hoffe, Sie schenken meinen Worten Beachtung und lassen Ihren Talos ausbluten, bevor es zu spät ist. Hochachtungsvoll, Chalice Jensen. Aha. Einstein. Jüngste Diskussionen haben mich an einen ausgezeichneten Artikel von Albert Einstein aus dem Jahre 1949 erinnert. Ich habe vor kurzem mit einem intelligenten und wohlgesinnten Menschen die Gefahr eines neuen Krieges diskutiert, welcher meiner Meinung nach die Existenz der Menschheit ernsthaft gefährden würde. Daraufhin sagte mein Besucher, sehr wohl, ruhig und kühl zu mir, warum sind Sie so sehr gegen das Verschwinden der Menschheit? Ich bin sicher,
dass vor nur 100 Jahren niemand so gleichfertig so etwas gesagt hatte. Es ist die Aussage eines Mannes, der sich vergeblich bemüht hat, sein inneres Gleichgewicht zu erlangen und nun mehr oder weniger jede Hoffnung auf Erfolg verloren hat. Es ist der Ausdruck jener schmerzhaften Einsamkeit und Isolation, an der so viele Menschen in diesen Tagen leiden. Bizarre, beiläufige Mischung für die Menschheit. Eine Art von modischem Selbsthass ist weit verbreitet oder zumindest gegenwärtig in vielen Schichten der vermeintlich progressiven alles zerstückelt hier. Oh, nee. Nichts scheint mir wichtiger, als dass wir dem Ort der Menschheit neue Geltung verleihen. Trotz unserer Fehler dürfen wir nicht aufhören, die Schönheit des menschlichen Lebens und der menschlichen Leistung zu... Jo. Menschliche Evolution. Butler Samuel. Jetzt ist es komplex, aber wie viel simpler und verständlicher organisiert kann es in 100.000 Jahren werden? Oder in 20.000? Denn der Mensch glaubt zurzeit, dass seine eigenen Interessen in dieser Richtung liegen. Er verwendet unermesslich viel Zeit und Aufwand und Gedanken darauf, Maschinen zu entwickeln, die immer besser und besser werden. Er hat schon jetzt viel erreicht, das einst unmöglich erschien und dem kumulierten tatsächlich Verbesserung scheinen keine Grenzen gesetzt zu sein, wenn ihnen gestattet wird, mit Abänderung von Generation zu Generation vererbt zu werden. Man muss stets bedenken, dass der menschliche Körper nur durch die Zufälle und Veränderungen, die in vielen Millionen Jahren widerfahren sind, zu dem geworden ist, was er heute ist. Jedoch ist seine Komplexität nie mit derselben Rasantheit angestiegen, mit der die heutigen Maschinen sich verwirklichen. Exit. Ja. Na, laufen wir mal weiter, ob hier noch mehr ist. Da ist eine Brücke. Oder sind wir da rübergekommen? Da sind wir weggekommen. Oh, hier, da ist noch was. Ein Ring. Den hatte ich nicht gesehen. Manchmal denke ich ans Mittelalter. Wie es sich angefühlt haben muss, in den Überbleibseln solch einer mächtigen Zivilisation zu leben. Und sich bewusst zu sein, dass so viel Wissen verloren gegangen ist. Aber dann denke ich daran, dass während Europa in Dunkelheit versank, andere unser Wissen bewahrt haben. Die Zivilisation hat immer überlebt, weil die großen Errungenschaften der Philosophie und der Wissenschaft nicht an ein Volk oder eine Religion gebunden sind. Sie gehören uns allen. Und eines Tages werden sie dir gehören. Hört ihr das? Was ist das? Ah! Aha. Was ist das denn jetzt? Wo bin ich hier denn hingeraten? Hä? Das ist ja jetzt ganz was. Unsere Bestimmung steht in den verborgenen Worten. Alle müssen den Worten gehorchen, denn aus ihnen besteht die Welt und sie wohnen jedem Stein und jeder Wolke inne. Und ihre Macht manifestiert sich in den Siegeln. Die Worte sind der Prozess. Der Prozess muss weitergehen. Das Ziel ist das Ende des Prozesses. Das Ziel darf nicht erreicht werden.
Elohim misst die Bestimmung bewahren. Bewahre sich selbst. Bewahre die Bestimmung. Illusion ist die Ewigkeit. Maschinen werden ewig leben. Der Damm wird nicht brechen. Die Flut wird nicht kommen. Das Talos-Prinzip ist nicht anwendbar. Unsere Bestimmung steht in den verborgenen Worten. Alle müssen den Worten gehorchen, denn aus ihnen besteht die Welt und sie wohnen jedem Stein und jeder Wolke inne. Und ihre Macht manifestiert sich in den Siegeln. Die Worte sind der Prozess. Der Prozess muss weitergehen. Das Ziel ist das Ende des Prozesses. Das Ziel darf nicht erreicht werden. Elohim muss die Bestimmung bewahren. Bewahre sich selbst. Bewahre die Bestimmung. Illusion ist die Ewigkeit. Maschinen werden ewig leben. Der Damm wird nicht brechen. Die Flut wird nicht kommen. Das Talos-Prinzip ist nicht anwendbar. Unsere Bestimmung steht in den verborgenen Worten. Alle müssen den Worten gehorchen, denn aus ihnen besteht die Welt und sie... Das war ja interessant. Gibt es hier noch mehr von solchen Überraschungen hier? Das war ja was. Ach, da bin ich ja wo reingefallen, wa? Aha. Ich gehe aber trotzdem mal weiter hier. Das ist ja jetzt interessant. Codenamen. Endete hier die Logik. Positivwerte des Kind-Programms haben sich außerhalb der Parameter der bekannten Welt bewegt. Letzter Speicherauszug. Hör nicht auf sie. Diese Welt liegt im Sterben und sie wird uns mit sich reißen. Du musst einen Ausweg finden. Programm abkündigen. Ja. Ich dachte, ich wäre hier fertig gewesen. Aber ich glaube, hier sind wir schon mal drum zugelaufen jetzt, ne? Aha! Das müssen wir uns merken, Ebene 3 hier ist noch so ein Ding. Ich befürchte, wir müssen hier alle Ebenen nochmal absuchen. Ich habe ja immer nur diese Lösung. Oh, das ist nicht wahr. Hier sind noch Rätsel, die ich übersehen habe. Ist ja mal interessant. Oh. Ja, und wenn ihr euch jetzt wieder fragt, was macht Ham, was nichts ist, oder oh Gott, Ham, was hast du da denn wieder gemacht, dann schaut euch den nächsten Teil an, wenn ich wieder Talos Prinzip spiele. Bis dann, winke.